Würde ich sagen. Das mal mit. Würde ich sagen, gehen wir mal in den Wald und holen uns mal ein bisschen Holz. Warte, wir sind noch so voll. Wir sind auch echt voll. Nein, hoch bitte. Komm schon. So, haben wir ein bisschen Plastilik. Eine Raffinerie können wir uns bauen. Ja, komm. Ich wollte eigentlich in den Wald gehen, jetzt tue ich schon wieder bauen. Ah. Oh. Ich bin ja eine Nase. Warum mache ich das? Warum? Ich weiß es auch nicht. Der immer mit seinem Nickerchen. War ja klar. Oh, jetzt brauche ich wirklich alle vier. Fuck. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn ein Stromausfall ist. Ja, du darfst ja gleich schlafen. Ach, die da oben rum Wasser. Du darfst gleich schlafen gehen, keine Sorge. Tun wir mal alle bewässern hier. So. Die haben noch. Ja, dann gehen wir mal schlafen. Jetzt muss es mal bitte regnen, sonst habe ich jetzt null Chancen. Bauen und Kochen erhöhen deine Vorbereitung. Ja, das weiß ich. Das ist nicht ganz so verdummt, wa? Viermal Wasser. Scheiße, viermal Wasser. Es hat noch nicht einmal geregnet. Die brauchen alle Wasser und ich habe kein Wasser mehr.
Was soll ich machen? It's not raining, man. So, tu mal das mal mit rein. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell in den Kühlschrank. Und dann gehen wir mal schnell in den Wald und holen noch ein bisschen Holz. Weil wir brauchen ja Holz. Unsere Fallen könnt ihr eigentlich auch mal wieder hernehmen. Ich bin ein Held vom Erdbeerfeld. Naja. Na dann, Mr. Prepper, mach mal hinne hier. Wir brauchen Holz, hier Holz. Immer wieder was drin. Wir müssen erstmal diesen komischen Hebel finden. Das ist jetzt halt mit einer der Punkte, die ich jetzt machen möchte. Ja, ich weiß. Wenn er den Hebel sieht, sagt Bescheid. Blöder Wolf. Ist ja ein Hebel? Na. Gehen wir mal hier rein. Ich muss den Hebel finden. Da ist ein Wolf. Hallo Wolf. Wie könnte man sich nochmal abwehren? Ich habe keine Ahnung. So, die meisten Gegenstände können schnell. Du der Wald, ich such den Hebel, verdammte Kacke.
Such den Hebel. Wo ist denn der Hebel? Ist er hier? Nein. Oh, Holz ist immer gut. Ist doch hier irgendwo. Ich hab Schiss. Hier ist er hier. Ah. Der hält aber viel aus. Oh, mein Schläger ist gleich weg. Noch einer. Komm. Hau zu. Es war so klar. Salz und Stein. Gut, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Alter. Dreht völlig ab hier. Wahnsinn, der Mr. Prepper. Oh, es hat geregnet. Ah, ich muss erst das Zeug ablegen. Komm. Nein, nicht gießen. Komm. So haben wir das gerettet. Vielleicht fällt der Strom aus. So, jetzt kann man hier wieder einsammeln. Oh, eine Action pur hier.
habe ich doch genommen. Kurz weiter zerlegen. Huh, Freunde. Huh. Wahnsinn. So, 20 Metall, 20 Metall, 20 Plastik. Okay. So, das haben wir, das haben wir auch. Ja, wie sieht's hier unten aus? Wie viel Kohle haben wir jetzt auf Tasche 108? Können wir noch ein bisschen Plastik bestellen? Ja, ich würde gerne so Plastik haben. Also, dass ich es herstellen kann irgendwie, aber es geht irgendwie nicht. So, nee, will ich nicht. Bringt 8 Plastik. Kann ich mal selber herstellen und hinstellen. Gummi, was hätte denn der denn gerne als Gummi? Getrocknetes Fleisch, genau. Hält meistens besser. Ah, okay. So, wir haben wieder 10 Wasser. Könnten wir ernten, aber wir gehen jetzt schlafen. Aufregender Tag geht auch mal wieder vorbei. So. Ah, wir haben kein Wasser mehr. Super. Nervt mich das. Und am nächsten Tag kommt der Inspektor wieder. Aber es regnet, Gott sei Dank. Und es hat geregnet. Nicht bereit. Mhm. So. Kriegen wir schon irgendwie hin. Sechs Tomatis. Jetzt gibt es ja wieder kein Wasser.
Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt machen können. Wir legen erstmal den ganzen Schmarrn hier weg. Dann schauen wir mal, was, ob der Gummimann noch das Fleisch haben möchte. Ja, möchte er noch haben. So, jetzt sind wir mal wieder ein bisschen pleite. Aber das ist ja jetzt wurscht. Boah, diese Karre schon wieder. Wie geht die denn? Was möchte die Kate? Ich hab kein Mehl. Entschuldigung, Kate, ich hab kein Mehl. Stimmt, ich wollte jetzt zum Dings, zum Aufzug. Ein bisschen was zum Fressen sollte man noch mitnehmen. Okay, tut mir echt leid, ich habe nichts für dich. Dann gehen wir mal in den Vault hinein. Auf in Level 3. Ah, so, dann reparieren wir das Ganze mal. Wir brauchen dauert eine Stunde, leck mich. Hammer repariert. Level 4. Ich hätte meinen Baseballschläger mitnehmen sollen. Scheiße. Na egal, da muss die Spitzhacke halt herhalten.
Ich brauche eine Axt. Ich kann ja von Joe kaufen. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir wieder nach Hause. Blöd. Hätte ja klappen können. Küchenregal. So. Hat der Gourmet ein Interesse an meinen Bären? Nein, hat er nicht. Sonst sind irgendwie interessant an meinen Bären. Ja. Dann mache ich jetzt mal ein Nickerchen. Ah, die brauchen schon wieder Wasser. Haben wir Wasser? Nein. Ah, der Typ, der ist nur am Schlafen. Yeah, ich habe 5 Orangen. So. Da zerlegen wir doch mal den ganzen Schnodderadatz. Bergbauerhelm, Glas und Elektronik. Wo kriege ich denn Elektronik her? Wo kriege ich verdammtes Elektronikteil her? Pfanne, durch das Zerlegen bekommen. Stell mal meine Pfanne her. Ein Wasserkocher, weil wir es können. Ein Radio. Salz, Metall. Die Dose ist so schön. Okay. Problem ist, Meister Fuzzi kommt jetzt dann wieder. Wäre unklug, den zu verärgern. Würde ich mal behaupten. Okay, er kommt doch nicht. Entschuldigung. War am nächsten Tag.
Haben wir gerade eine Dürre oder was ist los? Wir brauchen alle Wasser und es regnet einfach nicht. Regnet einfach nicht. So, vollgenährt sind wir. Können wir die nicht verkaufen? Die Bombe.